Keiner will sie hier haben. Die NPD-Landeszentrale, wir haben darüber berichtet, ist von Wattenscheid nach Essen-Krai gezogen. Ob Stadt oder Polizei, niemand ist darüber erfreut. Erst recht nicht die Anwohner. Und deshalb sind sie heute auf die Straße gegangen zu einer Demo gegen die NPD. Um zu zeigen, solche Nachbarn wollen wir hier nicht. Vor der Demo gegen die NPD füttert Ulrike schnell noch die Stallhasen ihrer Kinder. Seit einigen Wochen hat sich die rechte Partei im Hinterhaus direkt neben ihrem Garten eingemietet. Einige NPD-Sympathisanten haben in der Toreinfahrt Aufstellung genommen. Vermutlich bewachen sie den Zugang zur neuen Zentrale. Ulrike ist besorgt. Wir als Anwohner sind auf jeden Fall eingeschränkter. Wir lassen unsere Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt in den Garten. Wie gesagt, also Lebensqualität ist halt auch ein bisschen dahin. Die Anwohner schmücken heute ihre Straße mit vielen Farben. Bunt statt braun, das ist ihr Motto. Auch Saskia lebt hier mit ihrer Familie. Sie ist mit der Aktion zufrieden. Ein bisschen stolz auf jeden Fall, dass sich so viele Leute engagieren. Auch hier aus der Straße. Es sind auch ein paar Leute aus anderen Straßen gekommen, die haben uns geholfen hier. Und wir möchten einfach ein Zeichen damit setzen, dass wir bunt miteinander leben und das auch so belassen wollen. Einige Kilometer weiter in Essen-Steele sammelt sich der Demonstrationszug. Mehrere hundert Bürger wollen von hier aus nach Krai gehen, um die Anwohner der Marienstraße zu unterstützen. Doch es gibt Probleme. Einige Demonstranten vermummen sich. Der Demonstrationszug darf losgehen, wenn diese Vermummung aufgehoben worden ist. Und solange werden wir den Zug hier festhalten und es wird nicht auf die Strecke gehen. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob die Demo überhaupt Richtung Krai starten darf. Die Anwohner der Marienstraße sind enttäuscht. Schade. Sehr schade. Es war ja nicht hoffnungslos. Die Hausgemeinschaft in der Straße hat ja zusammengehalten. Darum geht es ja eigentlich. Wir haben Präsenz gezeigt. Was die anderen machen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Doch die Menschen der Marienstraße bleiben nicht allein. Die Schwierigkeiten mit der Vermummung lösen sich auf. Der Demonstrationszug kommt in Krai an. Die Anwohner reagieren erleichtert. Dafür, dass wir so viel heute gearbeitet haben, wir in der Straße und alles geschmückt und bunt gemacht haben, natürlich ist es schön, das zu sehen, dass noch andere Leute an uns denken. Natürlich, ja. Und mitfühlen. Die Polizei überwacht die ganze Szene auch aus der Luft. Dass ein Polizeihubschrauber jemals über der Marienstraße gekreist hat, daran können sich die Anwohner nicht erinnern. Ihnen hat die Demonstration Mut gemacht. Bereits im Oktober wollen sie hier ein Straßenfest organisieren, damit ihre Sorgen nicht in Vergessenheit geraten. Rektoren an Grund